Unsere heutige Ausgabe von Ausgepackt, wenn wir uns mal Wheelman ansehen, was von Midway eigentlich ursprünglich ist, aber mittlerweile von Ubisoft gepublished wird. Mit dabei ist Vin Diesel, die harte Fast and Furious Sau, die wir nun durch Barcelona bewegen werden. Mal schauen, wie lange das Ding lädt, wenn wir es zum ersten Mal starten. Aber gut, da es bereits installiert ist, soll es nicht allzu lange dauern. Bis jetzt ist nur schwarz. Das ist mal ein guter Spieleinstieg. Da haben wir es auch schon. Havoc hat es grundsätzlich entwickelt. Aber diese ganze Geschichte mit Midway ist schon recht spannend. Natürlich das Ubisoft-Logo. Mal schauen, wie lange das Intro dauert, aber ich glaube, ich werde es eher unterbrechen. Unreal, na bitte. Die Unreal 3 Engine wahrscheinlich wieder. Wunderbar. Oh, kein Intro. Wir sind gleich hier mittendrin in Barcelona. Nebenbei eine wunderbare Stadt in Spanien. Wobei das jetzt grafisch noch nicht so beeindruckend aussieht. Hauen wir uns einfach mal rein. Und gehen auf ein neues Spiel. Die ganzen Einstellungen und Extras viele Fans spare ich mir jetzt. Stoßmanöver sind wichtig, um gegnerische Fahrzeuge bei hohen Geschwindigkeiten. Was zur Hölle? Tolle Tipps für unterwegs. Wie wir sehen können, wird das Ganze natürlich wieder vorwiegend ein Racer sein. Oh, da haben wir schon das Intro. Natürlich. Das ist doch nett. Es flimmert ein wenig, aber ist doch nett. Leider werden wir uns hier nicht frei bewegen können, nur in Fahrzeugen, aber naja, besser als nichts. Da haben wir den Vorzeigeglatzkopf auch schon. Ich glaube, ohne Autos ist es nicht mehr. Polizia. Sehr spannend bis jetzt. Es ist nicht, weil es Wheelman sind im Endeffekt die Leutchen, die bei Überfällen nachher einfach die Leute im Auto sind. Wer es nicht gesehen hat, das Kennzeichen war gerade Mortal Kombat, glaube ich. Sehr nett. Und da fahre ich auch schon. Fahr einfach geradeaus, das schaffe ich gerade noch, glaube ich. Rechts, rechts, rechts! Rechts, na bitte. Neuer Plan. Sachen haben hier mehr eingebracht als ich dachte. Die werden nicht so einfach. Zurückschauen. Naja. Die Bullen werden überall sein. Grafisch nicht überwiegend, aber eigentlich recht nett grundsätzlich. Ich meine, es wird sicher besser als das aktuelle Need for Speed sein, von daher. Adrian sagte, dass du nicht bist. Aber du bist neu in der Stadt, also höre zu. Folge meinen Anweisungen, okay? Ich bringe dich an Orte, die du noch nie gesehen hast. Links, jetzt! Schon leicht demoliert, der schöne Pontiac. Ja, fahren ist soweit sehr, sehr arcade-lastig, aber das sieht man ja hier auch. Verdammt! Halte nicht an! Brich durch! Und da sind wir auch schon durch. Wir wollen uns nie ein. Die Steuerung geht sehr, sehr butterweich von der Hand. Aber Fahrzeugstoßmanöver, wunderbar. Fahrzeug ist deine Waffe, also rechts und links mit dem rechten Analogstick, um halt quasi gegnerische Autos ein bisschen anzugreifen. Habe ich schon auf einer Messe mal mitbekommen, dass es ein sehr nettes Feature ist. Da kann man dann die Polizia ein bisschen. Ja, vernichten. Wie auch schon in GTA Chinatown Wars. Das macht schon Spaß.
Und weg ist er. Ist auch für den Multiplayer nett eigentlich. Kamerawinkel wechseln. Okay. Dafür gibt es keine Cockpit-Ansicht. Gut, also wenigstens bekommt man auch dann was ausgezahlt. Jetzt zerschmettern wir eine Straßensperre. Also das nach vorne einfach mit einem Analogstick, um quasi nochmal einen zusätzlichen Schub zu verpassen. Etwas Größeres finanzieren. Aber für dich ist genug da. Keine Sorge. Ich bedanke mich immer groß. Das müssen ja auch andere Autos fahren, wirklich. Das sind diese Smart-ähnlichen Teile, ja? Ich hätte nach links sollen, glaube ich, ja? Das schöne Auto. Wenn man sich die Bäume ansieht, die könnten etwas Wind vertragen, aber ansonsten ist die Umgebung eigentlich ganz passabel. Irgendwie soll ja gesamt Barcelona nachgebaut sein, nur leider ist freies Bewegen nicht drinnen. Also man hat zwar Missionen, in denen man sich mit dem Auto recht frei bewegen kann, aber herumlaufen oder Barcelona frei erkunden, leider nicht. Ja. Banco. Die Karre ist noch länger aushält, weiß ich nicht. Kennt sich auch keine so aus auf den Autobahnen hier in Barcelona. Die Synchronstimme kommt mir extrem bekannt vor. Von der Frau jetzt neben mir. Das ist doch mal nett. Den schaffen wir auch noch. Noch einer, okay. Okay. Sieht nach Sprung aus. Na bitte, eine kleine Sprungsequenz hier noch. Okay, also man kann annehmen, das ganze Spiel auf Action aufgebaut sein. Mehr als, glaube ich, fahren ist auch nicht wirklich drin in dem Spiel. Aber wenn das gelungen ist, warum auch nicht? Jawohl, links. Links, links abbiegen. Nochmal links. Ganz schön aufmüpfig. Ja, die Gasse. Ich bin in der Gasse. Stoß es auf den Weg. Wohl aus dem Weg stoßen. Das ist mal eine nette Perspektive. Erinnert mich ein wenig an die Underground 1, wo man in Chinatown herum ist. Ein gepanzerter Lastwagen. Leg den Rückwärtsgang ein. Verdammt. Zurück, schnell. Zurück zur Panzer. Der schiebt mich hier ganz schön durch. Okay. Hier kann es nicht enden. Nicht jetzt. Leihfuß und Rammen. Jawohl, Rammen. Und nochmal. Okay, das erste Achievement für Autosprung, na bitte. Sie sind weg. Ich glaube, es wird relativ viele Achievements noch geben hier im Spiel mit viel Rammen und viel Zerstörung. Die Polizei wird das überall erkennen. Ich habe einen neuen Wagen an einem Parkplatz. Parkplatz. Okay, wir haben jetzt rechts die Karte, was sehr ungewohnt ist. Ich bin Karten nur links gewohnt. Aber macht nichts, wir werden einfach dem Parkplatz folgen. Wir spielen gut zusammen. Passt mir die Stimme, die kann ich irgendwo her. Was ich gestohlen habe, ist egal. Ich verticke es und finanziere etwas Größeres. Höhere Autos. Erweckt das dein Interesse? Du bist neu in Barcelona. Dann werden wir uns schnell bewegen. Du wirst sehen, hier gibt es Touristen und dann gibt es meine Welt. Let's go, es geht schon. Schneller voran. Und da blinkt es auch schon wieder leicht türkis. Here we go. Die Polizei kann nicht weit weg sein. Wir brauchen dieses Auto. Ich würde sagen, damit belassen wir das Ganze auch mal. Ist jetzt nicht gerade der Blockbuster-Titel, aber für Action-Fans und vor allem, sagen wir, Arcade-Racer-Fans sicherlich eine Überlegung wert.